Oh Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Gleich dann Seebestattung 1. Warum starte ich eigentlich die Aufnahme jetzt schon und nicht erst nachher? Egal. Dies ist bloß schnell weg. Das ist eigentlich Wurst. So, Inhalte zum Herunterladen. Weiter. Auf geht's. Warum dauert das Laden auch immer so lange? Ja. Ist das so gruselig Leben? Da wollen wir mal weiterschauen hier. Kiste, in der nichts drin ist. Das ist natürlich auch mega. Ah, Mülltonne hier. Nö. Vorher gucke ich mich aber um. Kurz geschlossen. Lässt sich aber vielleicht öffnen mit einem Schuss Shock Jockey. Sie kennen Shock Jockey? Besser als Sie ahnen. Sehen wir uns um. Vielleicht haben die Splicer ja irgendwas noch nicht geplündert. Ihr Trinken. Ja, nicht so wirklich, ne? Kaum was rum. Wir sollen auf jeden Fall mit diesem Ding hier fahren. Wo würde uns das denn hinführen? Nach oben. Jetzt mag ich mich aber hier erstmal umgucken. Soda trinken, den Reef. Tja, gut. Mal rum. Tja, gucken wir uns hier erstmal schön um, ne? Damenbekleidung. Wovon, wo hat er das jetzt übersetzt? Da wahrscheinlich, ne? Ladies Wear ist mit der Sinn. Ja, hier sollen wir jetzt nicht unbedingt hin, aber mach mich umgucken. Und hier gibt es ja auch was. Da war jetzt Milch. Müsli essen. Oh. Jewelry. Juwelen. Ganzen Tag versuche ich ihn schon zu erreichen. Ist mir ja, ich komme mit der Munitionsknappheit wohl erstmal gerade ganz gut zurecht, ne? Da brauchen wir drei Lockpicks für, die ich nicht habe. Mir irgendwie bekannt vor. Waren wir hier nicht schon mal? Nur irgendwie nicht runtergekommen und so? So original Bioshock Rapture-mäßig kommt mir das gar nicht bekannt vor gerade, aber gut. Willst du machen? Brauchen wir also auf jeden Fall für den Juwelier hier nochmal ein Lockpick.
Damit wir da was aufbekommen. Oh no, ist schon wieder so ein Ding da. Da haben wir ein Lockpick schon mal. Ja, das ist doch nett, dann laufe ich doch gleich hier runter zum Juwelier und dann machen wir doch gleich das Secret auf. Wenn es denn ein Secret ist. Hast du den Eimer? Ah, Munition für Revolver, das ist cool. So, hier hinten, ne? Ja. Kannst du dir das mal ansehen? Dann mach das mal auf. Dieses olle Schloss? Bitte sehr. Lass uns mal gucken. Geh mir aus dem Weg, Mensch. Da gibt es ein Lockpick. Okay. Ah, Audio. Ich verschicke Audio-Tagebücher wie gottverdammte Flaschenpost über die Ohrpostleitungen und hoffe, dass eine durchkommt und mich jemand rettet. Wenn Sie dies hören, schicken Sie Hilfe. Ich halte mich im Schuhgeschäft versteckt. Der Code lautet 0928. 0928. Okay, Schuhgeschäft. Ja, aber hallo, was habe ich denn hier übersehen? Ja, gib mir erstmal Gesundheit, weil die wurden inzwischen durch schon mal knapp. Ah. Solche Mistsäcke, ey. Mich nicht runtergezogen, ne? Wieso Lockpick? Ach, die haben das jetzt von innen verschlossen, oder wie? Das gibt's ja nicht. Das ist ja hart, ja. Verschlossen. Sieht kinderleicht aus. Krass. Bitteschön. Ja, danke, dass wir wieder raus können. Machen die mich fast fertig hier, oder? Und die Musik läuft immer noch, also ist ja noch irgendwo, ja? Ja, das ist cool. Munition ist nach wie vor knappes Gut hier. Sehr knapp sogar. Ja, ja, ich suche das Geschäft, ist mir schon klar. Habe ich jetzt verstanden. Naja. Ja. Ha, moin. Kann er mich gerade noch nicht sehen? Kein Sohn, ne? Guten Tag. Ich hab überall nach dir.
So, habe ich euch erledigt, ja? Nix in der Pistole. Das gibt's ja nicht. Ah, jetzt aber wieder. Okay. Ja, jetzt wieder uns looten und suchen und hoffentlich was finden. Money, money, money. Gibt's nicht wirklich viel mehr, ne? So. Lass mich erstmal den Schlussteil dann gleich da drin, okay. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Flaschenpost über die Rohrpostleitungen und hoffe, dass eine durchkommt und mich jemand rettet. Wenn Sie dies hören, schicken Sie Hilfe. Ich halte mich im Schuhgeschäft versteckt. Der Code lautet 0928. 0. Ups. Jetzt habe ich Munition verschwendet, ne? Shit. 09. Das war richtig profimäßig. Schön Munition verballert. Was atmest du da so schwer? Jo, super geil. Klasse Tramp. Weil hat uns im Prinzip eigentlich nur Munition gekostet. Blöderweise. Kriegen die auch nicht wirklich wieder richtig zurück, ne? Aber hier ist noch ein Audiotagebuch. Diese Stadt kennt einfach keine Gnade. Liegt da wohl, ne? Alle meine Audiotagebücher mit den Hilferufen sind ungeöffnet zurückgekommen. Mit der Aufschrift zurück an Absender. Seit wann steht das da plötzlich rum? Und da liegt was? War jetzt wohl nicht blind, oder? Reduziert die Nachladegeschwindigkeit beim Waffen um 30%. Nehme ich mal erstmal. Das hier wieder los mit dem Ausrüsten hier. Einfacher Hut, super Hammer, Reichweite von Nahkampfangriffen dreifach erhöht und Schaden doppelt. Allerdings wird dabei 20% deines Schildes verbraucht. Das ist eine blöde Idee. Waffenschaden erhöht sich, wenn das Spiel über Kimmer und Korn zielt, ist auch blöd. Ah, dann nehme ich das erstmal Sheet of Hilt. Lass mal so ein bisschen diese Sachen so nutzen. Ne? Das ist jetzt gerade echt übersehen. Ich bin mal gespannt nachher im Video. Könnte eigentlich nicht sein. Vielleicht habe ich aber auch nicht gar nicht erst dahin geguckt, weil ich das Licht hier schon gesehen hatte, dass ich hier ein bisschen Obacht geben muss. Aber wieso hat er hier plötzlich einen Lockpick? Ist hier so blind gerade? Kann ja gut sein, ne? Besuche Rapture on Ice. Naja. Ich höre schon wieder diese Typen hier rumlaufen. Hier sind sie auch. Komm raus und zeig immer für dich da!
glaube, ich habe hier gerade ziemlich gut Headshots verpasst, ne? Ja, so geht's dann natürlich auch, wenn man Munition sparen muss, ne? Ach, schon wieder welche? Ja, die Munition wird immer knapper, das ist klasse. Kann ich ja quasi nur noch aufräumen, ne? Im Prinzip. Muss unbedingt mit dieser Bude fahren, ja? Was ist das? Ah, ja. Wenn man natürlich nicht auf die Idee kommt, diese Dinger zu durchsuchen. Ob man im Nachhinein halt auch noch mal ein bisschen Munition, ne? Und irgendwie kann man doch bestimmt noch hier runter, oder? Na gut, erstmal müssen wir aber wohl da hoch. Ups. Das mochte er wohl nicht so gut. Und, oh. Ich dachte, man kann da drauf landen. Das ist jetzt aber blöd. Hier war ich irgendwie auch vorne, ne? Oh, das hat jetzt aber Schmerzen gemacht, ne? Das ist jetzt blöd. Aber witzigerweise ist hier was in den Kisten drin. Na gut. Hier waren wir doch überall schon. Ja. Super, jetzt darf ich hier nochmal hochlaufen, ne? Das ist natürlich mega. Ach nö. Da nochmal. Frag mich, wie sie hinterherkommen. Alles in Ordnung hier. Ohne so ein Teil. Ne? Weil plötzlich steht sie da, ne? Oh, sieh mal einer an. Bild vergessen. Na, ja, wenn man sich dann nochmal umguckt, ne? Ja, gut. Ja, dann mach auf die Bude hier. Oder was ist da jetzt los? Und zurück können wir auch nicht, ja, das ist ganz klasse. Besucher Rapture und Ice. Ja, dann sag mal, was hier, mach mal was. Ist doch nichts, ist das. Hänge ich hier in einem Bug drin, oder? Ja, geil. Am Kontrollpunkt neu starten, oder? Wann ist denn der letzte Kontrollpunkt? Was passiert denn dann? Und das ist echt ein Bug? Über mein erstes Stück schrieb der Herald, ein toter Wal ist im Schubert-Theater geschlossen. Lässt sich aber vielleicht öffnen mit... einem Schuss Shock-Jockey? Sie kennen Shock-Jockey?
Besser als sie ahnen. Sehen wir uns um. Ja irgendwas noch nicht geplündert. Ja, was darf ich das alles nochmal machen, oder wie? Ja, klasse. Das ist ja nett. Jetzt stoßen meine Krieger sich an meiner Wohltätigkeit. Aber würden diese Schmierfinken auch nur einen Finger für die Weisen rühren, wenn ich es nicht täte? Astler hat einmal gesagt, alle Kritiker gehören ermordet. Ich könnte ihn direkt beim Wort nehmen. Darf ich das echt nochmal machen? Das ist natürlich blöd. Das ist sogar mega blöd. Aber ja gut, vielleicht komme ich jetzt sogar besser durch, ne? Wer weiß das schon. Der wievielte Drink ist das? Und mit jeder Aufführung stinkt er erbärmlicher. Laut der Tribune klang meine erste Oper wie eine Vergewaltigung sämtlicher Meisterwerke Mozarts in einer einzigen jämmerlichen Katzenmusik. Jetzt stoßen meine Kritiker sich an meiner Wohltätigkeit. Aber würden diese Schmierfinken auch nur einen Finger für die Weisen rühren, wenn ich es nicht täte? Astler hat einmal gesagt, alle Kritiker gehören ermordet. Ich könnte ihn direkt beim Wort nehmen. Beim Jubiläum haben wir, glaube ich, die Audiolog gefunden, ne? Ich plane ein gigantisches Zynismus. Ja, und dann war hier nämlich auch zu. Genau. Ja, dann laufen wir hier nochmal drin rum. Ja, mega. Kriegst du das also auch? Fertig. Flaschenpost über die Rohrpostleitungen und hoffe, dass eine durchkommt und mich jemand rettet. Wenn Sie dies hören, schicken Sie Hilfe. Ich halte mich im Schuhgeschäft versteckt. Der Code lautet 0928. Gut. Wo auch immer sie die jetzt her hat. Ist natürlich mega praktisch. Ich glaube, ich besser durchgekommen bin ich jetzt hier nicht, ne? Aber gut. Irgendwas kommt, dann macht das auch, ja. Bin dabei.
Seht zu. Tag ist kurz. Müssen wir das eh nochmal wiederholen? Was Blödes. Bitte. Ach, ich sag mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite. Bis dahin, macht's gut oder besser.